Willkommen zu meinem ersten deutschsprachigen Minecraft-Video. Für die unter euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Madness64, ich bin ein deutscher YouTuber, der allerdings alle seine Videos auf Englisch filmt normalerweise. Ich mache Minecraft-Videos über mittelalterliche Bauten, wie zum Beispiel dieses hier, was ich euch in diesem Tutorial vorstellen werde. Es ist eigentlich, dieses Video ist eigentlich mehr oder weniger ein Experiment, einfach nur um festzustellen, wie es in der deutschsprachigen Community ankommt. Und ja, wenn ihr Lust habt, das englische Video euch anzugucken, es gibt dieses gleiche Video als englisches Pendant. Aber eine Sache, die ich vorher noch erwähnen möchte, bevor wir ins Tutorial starten, ist einfach, dass ihr im Tutorial merken werdet, dass ich ziemlich viele Begriffe, gerade die Materialien, im Englischen betitel, einfach weil ich die exakte deutsche Übersetzung nicht weiß, wie sie in Minecraft ja, betitelt ist. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß. Zu Beginn nehmen wir uns Logs und platzieren vier übereinander, sodass wir eine Säule haben. Drei Blöcke lassen wir frei zu allen Seiten und platzieren dann weitere Säulen, sodass wir eine, ja, Quadratform haben. Auf diesen mittleren insgesamt 9, also 5, 6, 7, 8, 9. Dann Stone Bricks und 6 auf dieser Seite, 6 auf dieser Seite, 2 hier unten. Und zu beiden Seiten von dieser mittleren Säule zwei weitere, oder insgesamt hier drei weitere, dass wir zwei Blöcke höher sind als diese Log-Reihe. Dann Stone Brick Stairs, Treppen. Zwei Stück hier, zwei Stück hier am Boden. Und hier oben eine normal und eine umgekehrt. Hier unten ist es dann ein Cobblestone Block und zwei hier mit einer Cobblestone Treppe. Hier eine umgekehrte Cobblestone Treppe und eine Cobblestone Wall. So, hier oben ist es dann ein weiterer Stone Brick Block auf jeder Seite mit einem Log, welches euch anguckt. Das klappt nicht immer im Deutschen. Mit einem Log, das, ja, in eure Richtung zeigt. Zwei seitwärts platzierte und dann nochmal zwei Stonebrick Treppen falsch rum platziert. Oh Gott, das ist ungewohnt. Zu beiden Seiten mit dem Stonebrick Block da oben drauf. Eine weitere Stonebrick Stair hier. Stonebrick Block. Das ist alles so verwirrend. Eine weitere Stonebrick Treppe. Verkehrt rum, eine reguläre hier, das gleiche auf der Seite. Und dann sind wir mit der Seite soweit durch. Den Rest mache ich in der Timelapse. Also lehnt euch zurück. So, soweit so gut. Jetzt noch kurz die Löcher hier flicken. Dazu Stone Brick Slabs, also Halbblöcke, einmal hier oben, um die Lücken zu füllen. Dann eine Top Slab, also ein. Helft mir. halt auf der oberen Hälfte des Blocks platziert. Sorry, die ganzen Begrifflichkeiten, wie gesagt, sind nicht so ganz drin im Deutschen. So, und weiterhin dann außerdem Zäune, na, Zäune unten auf den Log-Säulen. So, und nun zum Tor selber. Dazu weiterhin Stone Brick Stairs nehmen, also die Treppen falsch rum platzieren, zwei Stück mit drei Blöcken vom Boden entfernt hier. Dann zwei Stone Brick Blöcke zu beiden Seiten natürlich.
Stone Brick Slabs, also wieder auf der oberen Hälfte des Blocks platziert. Dann seitwärts die Logs und in der Mitte jeweils einen, der zu euch zeigt. Mit einem Stone Button in der Mitte. Habe ich übrigens vergessen zu erwähnen, glaube ich, am Anfang, dass hier ein Stone Button drauf gehört. Falls ich es nicht vergessen habe, dann wisst ihr Bescheid. Zwei weitere verkehrt rumme Stone Brick Stairs hier und eine in der Mitte. Dann zwei Stone Brick Blocks hier und einen hier oben drauf. Wieder Stone Brick Treppen, falsch rum platziert. Und dann einen halben Block Stone Brick oben hier drauf und einen weiteren hier. So, wunderbar, das gleich auf der anderen Seite. So, und um das Ganze abzuschließen, jetzt noch der Weg hier rüber. Also erstmal werde ich diese vier Blöcke hier entfernen. Einfach damit man durch die Tür durchkommt nachher. Dann Stone Slabs oder Steinplatten, heißen sie wahrscheinlich im Deutschen. Einmal hier rüber, hier unten eine doppelte machen, mit zwei halben. Klingt irgendwie logisch. Und dann Stone Brick Slabs einmal hier quer rüber. Okay. Und hier oben möchte ich auch diese hier mit Stone Slabs ausfüllen und dann Slabs, also halbe Holzblöcke. Ach, das ist so ungewohnt auf Deutsch zu sprechen. So. Dieses eine Loch ist einfach, damit man eine Leiter durchstecken kann. Und damit sind wir fast fertig. Und jetzt nur noch die Zäune, um das Fallgatter dazu zu machen. Wunderbar, und damit sind wir fertig. So, und damit sind wir auch so ziemlich durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, das war mein erstes deutschsprachiges Tutorial. Ich habe einige Tutorials auf meinem Kanal, also wenn ihr wollt, guckt einfach mal rüber, selbst wenn ihr vielleicht Englisch nicht so gut verstehen solltet. Sie sind üblicherweise so, dass man sie auch ohne Sprache gut verstehen und nachvollziehen kann. Ja, würde mich einfach freuen, wenn ich ein paar deutsche Abonnenten durch dieses Video dazu gewinne. Und mein englisches Outro klingt zwar ins Deutsche übersetzt ein bisschen komisch, zumindest für meine Ohren, da ich anderes gewöhnt bin, aber nichtsdestotrotz, bewerte, kommentiere, abonniere, mach wie du denkst und hoffentlich sehe ich dich beim nächsten Mal. Bye bye.